Hallo Talent Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, eigentlich wollte ich heute eine Fahrt ins Blaue filmen, aber bereits nach wenigen Kilometern habe ich was Wunderbares entdeckt. Das kann ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen Planänderung, denn diese Anlage müsst ihr unbedingt sehen. Hier noch die Reisfelder im Hintergrund, unser Hausberg, der Tamamun-Hügel. Und gleich hier, irgendwo im Nirgendwo, ein wunderschönes kleines Resort. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Trifft sich gut, im Moment keine Gäste. Das Auto des Personals wird gerade sauber gemacht. Nicht, dass ich da noch ein junges Pärchen im Schlafzimmer erwische. Also eins muss man den Thais lassen. Wahre Künstler, wie die immer auf die Ideen kommen, da man könnte auch ein ganz normales Haus hinstellen, aber nein, man stellt da so eine Windmühle hin. Cool, oben mit der kleinen Terrasse. Ich denke mir mal, dass ich sicher noch ein Zimmer von innen anschauen kann. Hier noch ein schöner Außenbereich. Kann man sich abends schön hinsetzen, kühles Bierchen trinken. Ein bisschen auf die Reisfelder schauen. Vorne noch das Hauptgebäude mit einer kleinen Lobby. Dieser Seite noch drei etwas kleinere Gebäude, auch sehr schön gebaut, wieder mit einer kleinen Dachterrasse. Schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Sie in Thailand immer schön, oder beziehungsweise hier in unserer Provinz Chennai. Ich kann ja nicht für ganz Thailand sprechen. Leute immer sehr freundlich, zuvorkommend. Bei allen Gästehäusern, Resorts oder auch Hotels durfte ich immer drehen, kein Problem. So, dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sehr modern gestaltet, gefällt mir wirklich sehr gut. Hier ein riesiges Bett. Wenn man sich hier anschaut, welche Mühe sie sich gegeben haben, das kann man sagen, 5-Stern-Hotels machen sowas normalerweise. Hier noch eine Sitzgelegenheit. Aircondition natürlich, das ist der Standard. Wirklich alles sehr schön. Da auf der anderen Seite beim Eingang natürlich noch ein Fernseher, darf auch nicht fehlen. Noch ein Schreibtisch. Kühlschrank logischerweise. Jetzt rate mal, was das Ganze für eine Nacht kostet. Ihr werdet es sicher nicht erraten. 700 Baht. Wirklich 700 Baht. Klar, ist ein kleiner Raum, aber trotzdem wirklich sehr günstig. Klein, aber fein. Mehr braucht es ja nicht. Schöne Dusche, Warmwasser. Was will man mehr? So, dann schauen wir uns mal das große Haus von innen an. Hier sehr schön, sehr modern wieder. Großes Zimmer für 4 Personen. Also könnt ihr noch eure Kinder mitnehmen oder eure Freundinnen. Auch hier wieder große Liebe zum Detail.
Ja, sieht man wirklich selten, wenn man da irgendwo so ein Resort auf dem Lande besucht, ist es meistens so 2 Stern, 3 Stern mäßig. Aber das hier wirklich sehr schön. Und das zu dem Preis. Auch hier haltet euch fest, was das hier kostet. Also können 4 Personen drin schlafen. Eine Nacht 1300 Baht. Also da kann man wirklich nichts sagen. Hier noch ein Schminktisch. Natürlich alles, was man braucht. Haarföhn. Hinten auch wieder Fernseher. Kühlschrank. Schauen wir uns mal noch das Bad an. Auch hier klein, aber fein. Aber hat alles, was man braucht. Dusche, Warmwasser, Standard. Sehr schön. Wunderschön hier. Richtig überwältigt. Kann mir schon gut vorstellen, hier abends zu sitzen, Bierchen trinken, hier ein bisschen auf die Reisfelder runterschauen. Weht noch ein angenehmes Lüftchen. Natürlich auch von den Rotorblättern der Windmühle. Sehr schön. Genau solche kleinen Resorts mitten in der Natur liebe ich. Einfach herrlich hier. Himmlische Ruhe, kein Straßenlärm. Das Einzige, was man hört, sind die Tiere. So soll es ja auch sein. Und obschon jetzt dieses Resort etwas außerhalb liegt, ist man in knapp 10 Minuten in Watzing. Das heißt, wenn man jetzt hier ein paar Tage Urlaub macht, kein Problem, dass man da mal ein Städtchen fahren kann. Auch die Provinzhauptstadt Chai Nat ist nicht allzu weit weg von hier. Ja, und wenn ihr mal in der Provinz Chai Nat Urlaub macht oder hier vorbeifahrt, würde es sich wirklich lohnen, hier einen Abstecher zu machen. Wie immer findet ihr die genauen Google Maps Koordinaten unten in der Videobeschreibung. Ja, ich hoffe, dass euch dieser kleine Ausflug ins Grüne gefallen hat. Damit ihr keines meiner Videos verpasst, abonniert doch bitte meinen Kanal. Teilen, liken, kommentieren natürlich erwünscht. Bleibt gesund. Bis bald, euer Olaf.